Schönen guten Abend bei Kulturzeit, meine Damen und Herren. Unser erstes Thema heute ist ein Thriller, der im wirklichen Leben spielt. Sie werden gleich sehen, dass ich damit nicht übertreibe. Leider ist die Geschichte dahinter, wie in jedem guten Thriller, nicht ganz einfach. Es geht um tote, geheime Dokumente, den Staat und Vertuschung. Um all das besser zu verstehen, muss man sich eine grundlegende Sache klar machen. Die Wissenschaft hat Kunst und Politik gegenüber den großen Vorteil, dass sie auf empirischen Fakten beruht. Allerdings gibt es in Wahrheit gar keine nackten, unmittelbar zugänglichen Tatsachen. Alles, auch ein Experiment, muss interpretiert werden. In der Wissenschaft legt man sich auf bestimmte Interpretationen fest. Anders in Kultur, Politik oder Gesellschaft. Und jetzt zum Fall, um den es geht, die NSU-Affäre. Was haben wir? Antwort: auch 3 Jahre danach eine Reihe unklarer Fakten. Wenn die Fakten aber unklar sind, dann gibt es die durchaus berechtigte Möglichkeit zu interpretieren und damit auch zu spekulieren. In der Politik wird jeder Interpretationsspielraum machtpolitisch genutzt. Erkenntnis und Interesse spielen Hand in Hand. Im September dieses Jahres erreichte den Innenausschuss des Bundestages einen Brief, aus dem ich jetzt zitiere. Wir, die Verfasser dieses Briefes, möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass seit Mai dieses Jahres im Internet große Teile der Ermittlungsakten von BKA zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund veröffentlicht und analysiert werden. Dieses Material wurde von einer anonymen Quelle zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommt es. Die sorgfältige Analyse dieser Dokumente begründet für uns den Verdacht einer systematischen Beweismittelfälschung durch die bundesdeutschen Ermittlungsbehörden. Und das war erst der Anfang. Es ist uns gelungen, mit dem Mann zu sprechen, der die Quellen ins Netz gestellt hat. Die Perspektive, die sich jetzt auftun könnte, ist erschreckend, wie Clemens Rier Ihnen zeigen wird. Wie er wirklich heißt, das will er nicht sagen. Fatalist nennt sich der Blogger. Auf seiner Baseballkappe steht »In Cambodia we trust«. Dort wohne er auch, so sagt er. Mitte des Jahres beginnt Fatalist damit, tausende Seiten zum Teil geheimer Ermittlungsakten zum NSU-Fall ins Internet zu stellen. Und sagt, die Falschen stehen vor Gericht. Die harten Beweise sind nicht da. Es gibt keine DNA, keine Fingerabdrücke, kein gar nichts, keine Augenzeugen, nichts an irgendeinem Anklage gefassten NSU-Verbrechen. Es gibt nichts. Als wir versuchen, mit Fatalist Kontakt aufzunehmen, meldet sich stattdessen Siegfried Meyer. Der in Berlin lebende Österreicher arbeitet als Literaturwissenschaftler und Redenschreiber. Ein Versprechen, das ich mir gegeben habe als junger Mensch, das war, mir nicht mehr auf den Schädel scheißen zu lassen von der Obrigkeit. Ja. Und ich habe keine Lust, mir von der Obrigkeit erklären zu lassen, dass der Storch die Kinder bringt. Siegfried Meyer gehört einem selbsternannten Arbeitskreis NSU an, der, wie er sagt, rund 30 Mitglieder hat. Was wir wissen ist, dass die Art und Weise, in der uns diese sogenannte Terrorzelle verkauft wird, falsch ist. Das wissen wir definitiv. Sach- und Lachgeschichten nennt Fatalist die bisherigen NSU-Ermittlungen, sieht in ihnen eine Verschwörung von Geheimdiensten, Medien und Antifa, die vor 3 Jahren in Zwickau begonnen haben soll. Am 10. November 2011 wird im Brandschutt eine Cesca-Pistole gefunden. Bereits einen Tag später verkündet Generalbundesanwalt Range, dies sei die Waffe der Serienmorde an 9 Migranten und einer Polizistin. Blogger Fatalist fragt, warum hat man in den Akten die Gesichter der Einsatzkräfte unkenntlich gemacht? Den Finder der Pistole nicht benannt? Warum wurde sie bereits vor einer kriminaltechnischen Untersuchung als Tatwaffe bezeichnet? Siegfried Meyer spricht mit Fatalist via Skype. Dort zeigt sich der Blogger ausgerechnet als rosaroter Panther. Woher hat er seine Akten? Die sind mir zugeflogen. Ermittlungsakten des derzeit bekanntesten deutschen Gerichtsverfahrens im Internet. Hans-Christian Ströbele hat Fragen an den Blogger. Ist ja die Besonderheit schon, dass dieser Mann oder vielleicht sind es ja auch mehrere über eine Quelle verfügt, über Akten verfügt, die er oder sie nicht haben dürfen. Und da fragt man sich schon, woher hat er die? Warum hat er die bekommen? Von wem hat er die bekommen? Und welche Interessen sind da dahinter, diese Akten weiterzugeben? Von welcher Stelle auch immer. Wer ist Fatalist? Wer sind jene 30 anderen, von denen Siegfried Meyer sagt, dass sie gemeinsam an den Akten arbeiten?
Wir hatten einige Leute, die da reingekommen sind, die überzeugte Anhänger der CDU waren. Ja, ich will ja keinen Namen nennen, aber Leute, die Beziehungen zu hohen Funktionären der CDU hatten. Wir haben Leute bei uns, die früher bei der Kommunistischen Partei waren. Ja, einer davon sitzt hier. Und ja, es gibt Leute, die aus dem sogenannten rechtsradikalen Bereich kommen, die für uns sehr wertvolle Mitarbeiter sind, weil sie uns eine Perspektive vermitteln, die wir vorher nicht hatten. Martina Renner, die sich für Die Linke seit Jahren mit dem NSU beschäftigt, vermutet, Fatalist und seiner Gruppe geht es nicht um Aufklärung. Haben die sozusagen auch eine bestimmte politische möglicherweise Intention mit der Veröffentlichung, Unruhe zu schaffen zum Beispiel, dann auch zum Beispiel im Verfahren in München oder ja auch Journalisten und Journalistinnen auf falsche Fährten zu bringen. Fahrt zu einem Ort, der für Fatalist und den ihn unterstützenden Arbeitskreis NSU zentral ist. Das Dörfchen Stregda bei Eisenach. Hier sterben am 4. November 2011 Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Sie sollen sich erschossen haben, als zwei Streifenpolizisten nach einem Bankraub ihr Wohnmobil entdecken. Siegfried Meyer glaubt nicht an Selbstmord. Er sagt, die Akten vom Tatort seien manipuliert. Unstimmigkeiten gäbe es bei den aufgefundenen Patronen und Hülsen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Menschen so mündig werden müssen, dass sie sich im Klaren darüber sind, dass der Staat mordet. Und irgendwann müssen die Menschen so erwachsen werden, dazu eine Haltung einzunehmen. Und ja, wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen diese Mündigkeit erreichen. Mord von staatlichen Stellen angeordnet und kein Selbstmord. Auch viele rechte Internetforen behaupten das. Professor Andreas Wittmann sagt von sich, er sei ein Linker. Er unterstützt die Thesen von Fatalist, hat zusammen mit dem Arbeitskreis NSU einen Brief an den Bundestagsinnenausschuss geschrieben. Wir müssen zu unserer Sache stehen. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker, sondern wir versuchen uns auf die Fakten zu stützen. Der Vorsitzende des Innenausschusses, Wolfgang Bosbach, hat dem selbsternannten Arbeitskreis NSU nicht nur geantwortet. Er forderte vom Generalbundesanwalt selbst Akten an, um sie mit denen aus dem Internet zu vergleichen. Doch den Parlamentariern wurde die Einsicht verweigert. Die Zweifel der Politik wachsen, auch bei Staatsministerin Aydan Özoguz aus dem Kabinett Merkel. Aus welchem Grund, ich wiederhole das noch einmal, wurden diese Opfer ausgewählt? Wer hat auf sie aufmerksam gemacht? Wer hat tatsächlich auf sie geschossen? Naja, es ist ja die Zeit der Verschwörungstheorien, weil es eben unklar ist, was eigentlich passiert ist. Und weil es auch unklar ist, wie Mundlos und Böhnhardt am Ende tatsächlich ums Leben gekommen sind. Niemand kann das hundertprozentig heute nachweisen, was da eigentlich passiert ist. Siegfried Meyer möchte das nun gerichtlich klären lassen, hat Anzeige erstattet wegen der Ermordung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Meiningen möchte mit uns darüber nicht sprechen, teilt aber schriftlich mit, dass es bei ihr bereits seit 3 Jahren ein Verfahren zu den Todesumständen der beiden gibt, das noch immer nicht abgeschlossen ist. Den Blogger Fatalist sucht mittlerweile das Bundeskriminalamt. Zwischenzeitlich wurde auch sein Blog gelöscht. Er vermutet Sicherheitsbehörden dahinter, veröffentlicht aber bereits wieder an anderer Stelle. Da bin ich Fatalist, muss ich schon sagen. Also es muss einen einfach misstrauisch machen, wenn viele Experten aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern übereinstimmend sagen, dass es angesichts der langen Zeit viel zu viele unklare Fakten gibt. Die NSU-Affäre entwickelt sich zur ernsthaften Staatsaffäre. Ich glaube, man darf nicht nur nach dem Film gerade sagen, dass es ein Skandal ist, dass die obersten Staatsmänner und Frauen, Joachim Gauck und Angela Merkel, den Opfern rückhaltlose Aufklärung versprachen, aber der Vorsitzende des Ausschusses nicht einmal an die Akten herankommt, um zu überprüfen, ob das, was im Internet veröffentlicht wurde, wirklich stimmt. Wie soll dann Wahrheit ermittelt werden? Es scheint, als ließen die Verantwortlichen ganz gezielt vieles in der Schwebe. Offensichtlich gefällt es jemandem, wenn die Verschwörungstheorien wuchern. Gut ist das für uns alle nicht.